So, hallihallo, liebe Küchenfreunde. Schwupp. Ah, da bin ich. Und, oh, ich bin fett. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache ein neues Mr. Pink bereite zu. Und da sind wir auch heute mal wieder ein bisschen am Start. So ein bisschen genervt bin ich, ein bisschen scheiße drauf. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Hier sind unsere Ingredienzien für heute, ja. Könnt ihr schon mal überlegen, was könnte das werden? Hier so ein bisschen, hier, was ist das hier? Kohlrabi und Brokkoli und Paprika und hier ein bisschen Fleisch muss auch sein. Le Soße, die brauchen wir auch noch. Ein paar Pilze und den Käse. Und was könnte das werden? Na? Ein Gemüseauflauf, Leute. Und ich gehe jetzt mal hier, eigentlich hier, guck mal hier. Oh, geil, oder? Zu meinem eigens vorbereiteten Superstativ. So. Und dann werde ich jetzt mal loslegen. Hier völlig ohne Schnitte, ohne irgendwas. Ja, ich hoffe, ihr hört mich auch gut. Ich setze mich hier jetzt nämlich hin. Ich muss mich erstmal kurz beruhigen, Leute. Denn ich habe vorhin diese schöne Kamera mir genommen, geholt. Mit dem Stativ, ja, da steht es da auf der Waschmaschine. Und nehme das so vom Schrank runter und auf einmal fällt die Kamera vom Stativ ab. Ich so, wie geht denn das? Die ist festgeschraubt, ne? Von unten. So kann man so drehen, hoch, runter, schwenken, alles. Und dann ist, in der Kamera ist ja so ein kleines Gewinde unten drin, ne? Und dieses komplette Gewindedings, das ist so wie so eine kleine Gewindebuchse, die da quasi so nicht eingeklebt ist, ist halt in diesem Gehäuseteil vom Dingsbums mit drin, ist abgefallen. Ist rausgebrochen, das Gewindedings. Jetzt habe ich es hier probiert mit Sekundenkleber, meine ganzen Hände sind voll mit Sekundenkleber, hier liegt irgendwo nur einer rum. Habe ich das versucht, da wieder einzukleben, ja, dann ist die halbe Kamera am Stativ festgeklebt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hält es wieder, aber es hält nicht. Und jetzt ist die Kamera nur ganz vorsichtig oben drauf gesteckt auf diesen Gewindebolzen. Und das nervt mich total. Ja. Kater kommt auch. Ja, nee. Ja, wir machen heute einen leckeren Gemüseauflauf. Kater will auch mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr den hier gleich nachher nochmal so ein bisschen im Bild sehen werdet. Ich bin ganz schön fett und ich habe auch hier, wie ihr sehen könnt, hier Ohrstöpsel drin. Denn ich hatte mir überlegt, mache ich mir hier das Küchenradio an für ein bisschen Musik im Hintergrund. Aber dann habe ich mir überlegt, YouTube sperrt das bestimmt wieder. Deswegen habe ich gedacht, langweilig soll es dir nicht sein. Ja, ich fummel und kräusel hier gerade diesen Sekundenkleber von den Fingern. Ja. Habe ich mir hier Musik auf die Ohren. Ja, ich könnte das Bild noch ein bisschen hören. Aber lassen wir es mal. Ich habe mein schönes Alien Invasion Shirt mit meinen Brüsten hier. Lecker, lecker. So, wir fangen an mit Gemüseauflauf. Ja. Da sind halt so ein paar Sachen drin, die müssen vorher noch gekocht werden. Das ist der Brokkoli und die Kohlrabis. Deswegen fangen wir damit dann schon mal an. Deswegen habe ich mir hier auch schon diesen wunderschönen Topf hier hingestellt. Ja, ganz wichtig auch, wenn ihr was zu essen macht, macht es vorher sauber. Ja, also ich habe die Paprika abgewaschen, ja, abgespült. Hier bei dem Brokkoli und der Kohlrabi ist das nicht so wichtig, weil das wird ja eh noch gekocht. So, und jetzt kommt die Katze wieder auf den Tisch. Katze hier. Das ist der Antikatzenspritzer hier. Ja. Der weiß, dass er Tischverbot hat, aber der steht extra nur hier wegen ihm. So, hier Brokkoli, ja, und Kohlrabi. Hier kommt dann das ganze Geschrömse rein, hier das ganze Abfallzeug. Deswegen fangen wir damit einfach mal an. Ja, da mache ich hier einfach nur kurz einen Prozess hier. Le Brokkoli, ja, da wird einfach mal hier das abgeschnitten, weil das brauchen wir ja nicht. Ja, ich werde jetzt nebenbei noch so ein bisschen was erzählen und so die solche Dinger ungefähr übrig haben. Die kommen dann mit in den Auflauf rein. Das ist Brokkoli, das isst du sowieso nicht. Abhauen. Fensterbank. Kennst du deinen Platz? Mensch. Ehrlich, Leute, ich bin sowas von genervt hier von dieser verkackten. Ich weiß nicht, ich habe heute eh schon wieder, es gibt ja so Tage, da wacht man auf, da ist man halt so ein bisschen genervt. Ja, und dann diese verkackte Kamera angeklebt und dann fiel die ab. Oder beziehungsweise erst fiel sie ab und dann angeklebt. Alter Schwede, hab ich einen Hals, ey. So, 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 so,
mache heute mal, wie gesagt, ein bisschen was Gesünderes mit euch, für euch. Ja, ihr könnt alternativ statt Brokkoli, könnt ihr auch Blumenkohl nehmen oder wenn ihr keine Kohlrabi wollt, könnt ihr auch Möhren nehmen. Also da könnt ihr variieren in dem Gemüse. Das ist auch eigentlich auch das, was ich immer für meine Gemüsepfanne so mache. Ja, da kannst du halt auch, ne, das kann man ja auch statt der Auflaufform, hier schon steht ja hier Auflaufform. Statt der Auflaufform könnte man das Ganze auch in der Pfanne schmeißen und ein bisschen braten. Und ich mache jetzt aber heute mal in Auflaufform das Ganze. So, ich will es noch ein bisschen kleiner machen. So. Hackfleisch haben ja viele vermutet, dass ich was mit Hack mache. Aber mit Hack kommt, denke ich mal, als nächstes. Also beim nächsten Mal. Wenn euch das hier gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, wie ich hier sitze und schnibbel, könnt ihr das gerne mal in die Comments drunter schreiben und dann werden wir nochmal das ein oder andere machen. Mit Hack. Hack on, Junge! Ich kann es euch vielleicht nachher nochmal zeigen, Kater. Ich habe keine Fernbedienung, dass ich dieses Ding vielleicht mal so. Das wäre vielleicht mal was, so ein Camcorder mit Fernbedienung und so. Ja, dass man das so ein bisschen. ich muss eh noch saugen, kein Problem. Das war das mal so ein bisschen auf und so. Das ist wie diese ganzen Kameranoten aus dem Internet, weißt du? So, dass die dann mal so. Ne? So, jetzt kommt das Highlight: Brokkoli, Kohlrabi schälen. Die Frau könnte das gut, ich kann das nicht so gut. Einmal oben und unten. Viele essen das Zeug auch roh, ich finde es zum Kotzen, das muss gekocht sein. Ich habe es übrigens noch nie mit Kohlrabi hier gemacht in diesem Auflauf. Ist jetzt das erste Mal, ist jetzt quasi so eine Art Versuch. Ja? Weil mal so ein bisschen Variation rein. Wie gesagt, manchmal mache ich es mit Blumenkohl statt Brokkoli oder halt eben mit einer Möhre. Leckere Möhren. Ab und zu schnippeln wir auch nochmal Zucchini mit rein. Also da kannst du variieren. Und wenn ich das Ganze zum Beispiel als Gemüsepfanne mache, was wir auch nochmal vielleicht zusammen machen, wenn ihr da Interesse dran habt, dann mache ich das so ähnlich. Nur, dass ich dann eine Hähnchenbrust noch habe, die ich dann in Scheiben schneide und dann vorher anbrate. Ein bisschen Salz, Pfeffer, Curry, so ein bisschen Curry-mäßig. Und dann wird das Gemüse auch gleich geschnitten angebrannt und dann zum Schluss kommt dann das Fleisch dann da rein, also das Hähnchenfleisch. Brokkoli. Ja, wichtig sind auch scharfe Messer. Ich glaube, das hier ist besser. Ja. Das ist übrigens, hier habe ich von meiner Mutter gekriegt, von Pennymarkt, ja, diese tollen Pennymesser, die man da mit den Punkten sich da freischalten kann, wollte ich schon fast sagen, ja, mit diesen Punkten. Und dann hier, ja, toll, Deluxe, super Messer hier, totale Mega-Qualität, kostet uns 30 Euro. Ja, das ist ein Schrott, ist das. Und damit gemacht, ja, hier, guck mal, ganz tolles Supermesser, kostet uns 30 Euro hier von Pennymarkt mit den Punkten und so. Ja, zeig mal her das Ding, guckst du drauf, so made in China, weißt du Bescheid. Chinesen können keinen Stahl machen, das können nur die Deutschen. Deutscher Kruppstahl. Ich schmeiße jetzt übrigens den Brokkoli und den Kohlrabi zusammen in einem Topf. Das wird ein bisschen, also nicht volles Rohr gekocht, sondern nur so ein bisschen. So ein bisschen, das ist also nicht volles Rohr weich gekocht, sondern das kommt dann noch in den Auflauf und in den Ofen. Ja, sondern einfach nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ne, so ein paar Minuten. Ihr versteht schon, wie ich es meine. Ne? Ach ja. Bin jetzt auch so ein bisschen unter Zeitdruck, denn eigentlich wollte die Freundin erst am Wochenende kommen. Aber sie ist krank, hat sich irgendwie Grippe oder sowas eingefangen. Das ist gerade in den ersten Zügen. Und jetzt will sie herkommen, heute. Ja. Ist ja nicht so schlimm, aber eigentlich wollte ich heute Dead Space noch durchspielen und jetzt hier das Küchenvideo machen. Und jetzt ist sie halt schon unterwegs. Ja. Ist natürlich blöd. Ja, was heißt blöd? Natürlich, ich freue mich natürlich, na klar. Aber es passt halt nicht so ganz in meine Planung. Kranke Frauen sind ja sowieso immer so ein bisschen, naja. Ja, aber die Frauen sagen das gleiche auch über die Männer. So, hier schön Brokkoli. Kohlrabi. Ja, ich habe jetzt ja auch meine extremen Schnibbelskills hier ausgepackt, wie man hier sehen kann. Aber normalerweise, ich bin halt hier so eingeengt. Normalerweise mache ich das immer im Stehen und dann klack, 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 geht das ein bisschen besser. Aber ich mache jetzt hier mal das Ganze für euch im Sitzen. Ja, ist auch für mein Alter ein bisschen besser, würde ich sagen. Bewegt sich wieder.
jetzt habe ich quasi hier schon den Kohlrabi und den Brokkoli geschnitten. Das könnte ich jetzt schon auf den Herd stellen und so ein bisschen kochen. Beziehungsweise ne, so ein bisschen weich, nicht ganz weich, aber so ein bisschen ankochen. Ich finde den Begriff dafür gerade nicht so wichtig. Ich habe es ja schon im Top-Pot. Dann machen wir noch die Pilze klein und die Paprika. Dann am Ende wird die Auflaufform hier mit dieser wundervollen hellen Soße aufgefüllt. Ich habe mir gedacht, na, kannst du auch selber machen. Und habe ich jetzt hier einfach mal so eine Fertigsoße geholt. Ich denke mal, zwei Päckchen werden wir neben halben Liter Soße damit reinkippen. Und dann, wenn wir das euch, dann zeige ich euch das ganz am Ende nochmal. Also, ich werde jetzt erstmal hier kurz, ja, da werde ich die Kamera jetzt nicht für umstellen, wie ich jetzt hier den Pott mit dem, hier, ich kann es euch nochmal kurz zeigen, wie es aussieht. Hier, wunderschön, Brokkoli und Kohlrabi. Ja, hier kurz mal ein bisschen Wasser drauf. Ja, cleverer wäre es jetzt gewesen, wenn ich gleich warmes Wasser genommen hätte. Hey, was ist da los? Muss ich natürlich wieder ewig warten, bis das heiß wird. So, aber ich habe hier so eine super Toro-Platte. So, angeschaltet, ein bisschen Salz rein, so ein bisschen. So ein Teelöffel, würde ich mal sagen. So, oh Gott, haust du ab. So, ich mache jetzt mal hier meine Abfallschüssel leer. Champignons, ne, ist auch nicht jedermanns Sache. Ich find's geil. Einfach hier so eine Packung Kultur-Champignons, wie man die ja nennt. Viele putzen und waschen die vorher immer noch. Ich nicht so. Ja, weil die saugen sich dann eh so voll mit Wasser und so. Abspülen ganz vorsichtig würde vielleicht gehen. Bei manchen Packungen hat man dann hier, hier sieht man es auch, ist so ein bisschen Erde noch dran am Pilz. Das kann man so abwischen, halt abtupfen. Meine Freundin macht das immer mit so einem Küchentuch und putzt und tupft die Pilze halt immer so ein bisschen ab. Aber ich habe mich da nicht so dreckreinig den Magen, sagt man, und ich lasse das immer dran. Also wenn dann ein bisschen viel Erde dran ist, dann natürlich nicht, aber sonst... Achso, hier ist mal ein Schluck Energie. Ah, alles von Lidl hier. So, köstlich. Ja, ich habe jetzt hier so einen Paprika-Mixbeutel geholt, mit einer gelben, einer roten und einer grünen. Ja, ihr könnt euch auch... zwei rote, was weiß ich, oder nur grüne, je nachdem, wie ihr es mögt. Ich habe mir jetzt halt mal hier einen Mixbeutel geholt. Alternativ wäre es natürlich auch hier nur drei gelbe, wie ihr es wollt. Alter, jetzt fliegt natürlich ultra viel Zeug durch die Gegend. So, hier Zeug rausschneiden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde Paprika, die müsste ich fast eigentlich noch ausspülen. Was ich auch gerne mache, Leute, das können wir auch mal machen. Das ist was mit Hack und Paprika. Gefüllte Paprika mit Hack. Lecker Hackpaprika und dann lecker Reis dazu. Reis werde ich übrigens auch hier heute dazu machen. Also diesen Gemüseauflauf mit leckerem Basmati, glaube ich. Oder was auch immer, was für ein Reis das sein mag. Kein Plan. So, hier, das schneide ich jetzt mal ein bisschen kleiner. Ich habe nämlich, glaube ich, die Kohlrabi und Brokkoli-Stücke ein bisschen sehr groß dimensioniert. Paprika hier schön einmal umgedreht und hier so in so Viertel geschnitten. Dann kann man sie besser erstmal von innen reinigen, von den Kernen. Ja, der Markt kann die gerne mitessen. Ich eher nicht so. Dann schneidet man sich hier wunderschöne Streifen. Ich habe mir jetzt hier auch bewusst mal so am Anfang so ein einfaches Gericht, sage ich jetzt mal, ausgewählt. Da muss man nicht viel machen. Ja, ein bisschen klein schnibbeln und alles zusammenkippen und dann in den Ofen. Das sollte jeder können. Ja. Beim nächsten Mal machen wir dann vielleicht ein bisschen was Aufwendigeres. So, Ränder mit. Schnelles, ja, was Einfaches.
Wie gesagt, da gehört nicht viel zu. Noch viele Kerne drin. In dem kleinen Ding. Brauchen wir auch nicht viele Gewürze für. Ein bisschen Salz, Pfeffer, zack, zusammengekippt, fertig. Ich sag mal klein. Dann hätte ich mal vielleicht mal eine andere Packung. Mit einer grünen, kleinen und einer großen gelben. Denn ich mag die grünen eigentlich eher nicht so. Grün schmeckt immer so nach Baum, nach Blätter. Und naja. Dann schneiden wir hier mal den Stiel raus, ganz gekonnt. Wie gesagt, ich mache das normalerweise immer alles im Stehen, aber heute hier halt für euch, damit ihr besser sehen könnt und ich hier nicht immer so vor der Kamera hin und her renne, dann habe ich mir das alles hier mal zurechtgelegt und ich mache es jetzt im Sitzen. Ja, davon haben wir jetzt halt den Salat und sehen, läuft nicht so gut. Ja, toll, jetzt habe ich hier überall Paprikastücke und die ganzen Kerne dazwischen. Natürlich hier auch Scheiße. Ich lege das ja schon mal hier so rein. Ja, ja, ja. Ich könnte mir ja übrigens noch irgendwelche so eine GEMA-freie Musik kaufen. Es gibt ja so eine Seite, GEMA-freie Musik. Dann könnte ich hier irgendwelche Musik noch hinterlegen, aber für den Anfang machen wir es hier erstmal komplett ohne Ton, also ohne Musik. Das ist natürlich blöd für euch. Ich habe ja hier Mucke auf den Ohren, aber ihr müsst leider nur meinem Gebrabbel zuhören. Ich habe jetzt hier auch mir überlegt, ich werde hier nicht groß irgendwelche Schnitte einbauen, irgendwelche Überblendungen, irgendwelche Effekte. Zum einen kann ich das sowieso nicht und zum anderen würde das ja viel zu professionell sein. Deswegen lasse ich es einfach bleiben. Und so habt ihr dann halt auch mal so ein bisschen hier so. Und dann seht ihr das mal, wie das hier so abläuft. Da kommt der Kater schon wieder. Ihr seht ihn nicht, ich müsste mal die Kamera ein Stück weiter da so rüber drehen. Und da kommt er ins Bild. Ja, er darf auf den Tisch drauf, hier so an der Ecke, hier ist die Fensterbank. Und er darf über den Tisch laufen. Das ist jetzt ein bisschen zu weit. Um halt runter zu hopfen, ja, runter zu hüpfen, dass er wieder auf den Boden kommt oder so. Sitzt ja auch oft hier. Hier sitzt er auch jetzt da. Ja, ja, ja. Hier vorne über den Tisch darf er eigentlich nicht, da haben wir halt hier unsere schöne Spritze. Ja, da haut er dann immer meistens gleich ab, wenn er die sieht. Aber wie Katzen nun mal so sind, er versucht es immer wieder. Oder Katzen oder kleine Kinder oder Männer allgemein. Ja, die machen es ja trotzdem immer wieder irgendwelche Sachen, auch wenn wir es nicht dürfen. So, letzte Paprika. Wir sind doch eigentlich fast schon fertig. Also das ist jetzt, wie gesagt, kein großer Act. Da hat man nicht allzu viel zu tun. Kann man natürlich auch super mit der Freundin machen, fürs erste Date oder so. Dann hier gleich so, ja, hier rum, der Typ ist Gemüse, der kann kochen. Oh, oh. Ja. Easy peasy, sage ich dann nur. Da könnte ich ja mal so eine Kochreihe draus machen. Wie kriegt man die Alte rum? Oder wie beeindruckt man die Alte, damit man sie schnell hier und so, ne? Da gibt es ja so ein paar Tricks. Und Frauen mögen das ja, wenn Männer kochen können. Und ja, da könnte ich mir etwas Gutes drunter vorstellen. Ups. Ja, mein Brokkoli-Kohlrabi ist auf dem Herd. Oder ihr könnt ja auch, wenn ihr wollt, wie gesagt, Rezeptvorschläge unten drunter posten. Am besten, oder auch nicht, ja doch, hatte ich ja gerade schon gesagt, mit Hack. Ja, wir können ja gerne mal gefüllte Paprikas mit Hack machen. Auch ganz easy peasy, eigentlich. Schmeckt auch sehr lecker. Ich mag Paprika halt auch sehr gern. Solange es nicht unbedingt nur grüne sind. Du hast Tischverbot, Junge. Benimm dich doch mal. So, jetzt will ich hier wieder schön ein Video machen, ne, was für die Weltgeschichte ist. Hab ich gedacht, ne, dann zeigt er sich mal wieder von seiner guten Seite, so wie er es ja nie macht. Oder öfters mal. Ja, und jetzt ist er halt hier wieder. Naja.
mal rein. Aber ich schnippel hier rum, das ist interessant, da könnte ja was für ihn dabei sein. Ja, so, die Pilze kommen jetzt als nächstes dran. Wie gesagt, manche mögen das ja nicht so. Ich habe es noch nie gemacht ohne Pilze, so einen Auflauf oder eine Gemüsepfanne. Wie machen Sie jetzt halt hier mit? Na, ich schneide mal so bei zwei und dreien hier so die Stängel so ein bisschen weg. Und dann wird es halt hier so in Scheiben geschnitten und mit rein zum anderen Zeug. Na, ein bisschen dick geschnitten. Ja, ganz einfach. Es könnten auch braune Pilze sein, die kosten glaube ich ein bisschen mehr, schmecken aber eigentlich fast genauso. Ich habe da jetzt nicht so den großen Unterschied gemerkt, dass die irgendwie intensiver schmecken würden oder was weiß ich. Ja, ihr könnt die weißen nehmen, ihr könnt die braunen nehmen. Ich empfehle auch euch frische zu kaufen. Kauft keine aus der Dose oder aus dem Glas, die sind scheiße. Ja. Die sind irgendwie, zur Not gehen die auch, aber frisch ist halt immer besser. Die sind irgendwie halt nicht so lecker, die schon seit wer weiß wie vielen Jahrhunderten im Plörre eingelegten Dosen oder Glas Pilze. So, ich zeige Ihnen euch nachher nochmal Karte schön in der Fensterbank. Was könnte man noch mit Hack machen? Hack braten ist auch einfach und schnell. Gefüllte Paprika mit Hack. Hacksteak. Wie gesagt, haut Vorschläge in die Comments. Also mein nächstes Projekt, denke ich mal, wäre dann einfach nur gefüllte Paprika. Das ist auch sehr einfach, sehr schnell. Kostet auch nicht viel, das ist ja auch immer so ein Faktor, weil viele meinen, ja, so frisch kochen und so, das kostet auch immer so viel, dauert so lange und bla. Ich meine, es ist richtig. Es dauert ein bisschen länger, ist halt nicht so. Einfach hier irgendwie eine Tüte aufreißen, Mikrowelle oder hier auf dem Herd rein, zack. Ja, hier muss man halt schon ein bisschen was machen, ist klar, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich esse jetzt nicht jeden Tag immer nur so frisches, selbstgemachtes Zeug, ich mache mir auch ab und zu mal was Fertiges. Oder so halbfertiges Zeug, wo man so ein bisschen was machen muss, aber ich finde, so ein bisschen fresh gehört noch dazu. Ja, da kommt der Kater wieder, das sind Pilze, Junge. Jetzt sitzt er hier auf der Tischkante da. So, und über den Stuhl geht's nach unten. Ja, das ist okay. Da sagen wir nichts. Also das hat jetzt hier gekostet, ne? Wenn es jetzt mal so nach dem Preis geht, so eine Packung Pilze kostet 1 Euro, 3 Paprikas auch 1 Euro, Brokkoli 1 Euro, 1,50, also 1, 2, 3 Euro, 4,50, 5, 6,50, 7 Euro, nochmal mal 8 Euro, mit der Soße, mit dem Käse, mit dem Bacon. Mit dem Reis und Kochen und alles, sagen wir mal, roundabout 10 Euro, habt ihr aber eine riesen Auflaufform voll. Da isst ihr zu zwei Tage dran. Oder wenn ihr halt, was weiß ich, eine Futter, Muttern, Vatern und was weiß ich noch wem, und halt das Kind. Also für 3 Personen ist das easy. Ein gesundes, frisches Essen und es bleibt auch noch was über. Ja, also wir haben jetzt hier diese wundervolle ne, Melange aus Pilzen, Paprika. Ich werde das nochmal hier, weil die Scheiben von den Pilzen, die gehen manchmal nicht so richtig auseinander dann. Ja, damit das sich auch in der Auflaufform mal besser verteilt. Hier machen wir die nochmal so ein bisschen auseinander hier. So, da hinten fängt es auch schon an zu brodeln mit dem Brokkoli und der Kohlrabi. Ja, ganz wichtig auch immer Hände waschen, ja, wenn ihr Essen macht und so. Und dass ihr gerade frisch vom Scheiß rauskommt und dann hier schön. Ja. Ja, ganz klarer Fall von Hygiene am Arbeitsplatz. So, hier habe ich auch noch ein wundervolles Geschirrtuch schon vorbereitet, damit ich mich da abwischen kann. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen Salz rein. Bisschen Pfeffer.
haben wir hier quasi schon unsere Grundmasse. Das könnte man jetzt genauso gut auch für eine Gemüsepfanne verwenden. Aber das ist gut, der Kater versucht manchmal hier den Stuhl hochzuklettern. Das ist immer sehr geil. Wenn wir hier Sonntag sitzen beim Frühstück oder am Wochenende und der kommt dann halt hier hinten den Stuhl hochgeklettert. Na komm hoch. Zeig den Leuten, was du kannst. Nö, ihr habt mich auch da unten glotzt. So, Leute, ihr Klettermax, der kommt da hinten, hat die Sprossen hochgeklettert, sieht immer sehr lustig aus. Und dann tatscht er einfach hinten immer an. Hm? Nee, doch nicht. Ja, wie gesagt, man könnte das hier auch als Grundmasse für die Gemüsepfanne verwenden. Hier, diese Pilz, Paprika-Mix. Normalerweise, wenn ich es jetzt für die Pfanne mache, wäre da meistens halt auch noch die Zucchini mit drin. Und auch wenn ich die Gemüsepfanne mache mit Brokkoli, dann wird der vorher auch so ein bisschen, wie gesagt, nicht gekocht, aber so ein bisschen weicher gemacht. Weil das wird halt schneller weich als hier Brokkoli und Kohlrabi. Da mache ich es dann genauso, aber wie das dann läuft, das werden wir dann sehen, wenn ich es dann wirklich hier mit euch zusammen mache. So, jetzt bin ich eigentlich hier schon fast fertig. Trinken wir nochmal ein Schlückchen. Soße, halber Liter, denke ich, ist okay. Wenn wir die dafür verwenden, für den leckeren Auflauf, ja, damit das Ganze noch so ein bisschen blubbern kann im Ofen. Ja, da mache ich jetzt auch keine große Angabe von wegen hier 200.000 Grad, eine halbe Stunde oder was. Ja, ich lasse es so lange drin, bis es gut aussieht. Ja, das war auch bei mir immer mein Motto damals in der Schule, in Englisch zum Beispiel. In Englisch war ich immer sehr gut in der Schule. Bin ich nicht mehr ganz so doll, aber in der Schule war ich richtig gut in Englisch. Und wenn da irgendwelche grammatikalischen Sachen halt waren, dann habe ich halt immer, wenn ich immer nicht genau wusste, welche Form und wie schreibt man das jetzt nur genau und so, bla bla bla, hin und her, dann habe ich mir immer das ausgedacht, was am besten klingt und das war meistens richtig. Ja. Sollte jetzt nicht nachmachen, wenn ich das hier sage, das macht man so. Ne? Schon ein Rabauke, Mensch, ey. So, bereiten wir das hier schon mal vor. Ja? Ein so ein Päckchen Soße ist in der Regel immer ein Viertel Liter, also machen wir mit 2,5 Liter Wasser. Ich gehe jetzt nochmal hier in mein Schneebesen, der liegt hier. Ja, Schneebesen, das ist dieses Rührding hier so. Oh, hier ist noch ein bisschen Pilz. SMS bekommen habe von Le Frau. Jawohl, SMS. So, sie ist dann auch gleich da. Das ist natürlich ungünstig. So, aber ich gehe jetzt erstmal hier und nehme euch mal mit zum Herd. So, hier vom Stativ. So, umdrehen das Ganze. Hier ist die Brokkoli. Hier der Dampf hier so ein bisschen, das stellt da nicht scharf. Ja, hier mein super Herd, ja, mein super Induktions-Turbo-Herd. Ja. Hier nochmal. Hallo. Katze aus dem Weg. Ja, wir holen uns erstmal hier noch aus meinem. Hier so einen schönen Kochlöffel. So, und rühren das hier einmal so ein bisschen um. Man kann übrigens auch aus diesem Kochwasser von Brokkoli eine wunderbare, geile Brokkoli-Buttersoße machen. Ja, ganz toll. Ja, abgewaschen habe ich hier vorhin auch noch so ein bisschen hier so schön. Ja, sehr gut. Ja, und hier ist dieses Stativ, Leute. Das ist dieser Pippus hier, der normalerweise in der Kamera ist. Ich habe das jetzt nochmal mit Pappe so ein bisschen abgedingst,
damit, ja, das war der Kater übrigens gerade, damit die Kamera nicht wieder hier am Stativ festklebt, hier die Scheiße. Mist. So, das könnte ich jetzt quasi mal abgießen gleich. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt hier am geschicktesten mache für euch, mit euch. Ich packe euch erstmal kurz wieder zurück aufs Stativ. Halt. Und zeige euch nochmal hier den schönen Tisch. Drauf da. Zip. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich habe jetzt leider keine zweite Person, die mir hier helfen kann, irgendwie was zu machen. Ich mache jetzt erstmal hier die Soße. Ja, dazu nimmt man hier einen schönen Topf. Gerade noch vom Abwaschen hier ein bisschen abgedingst. Und dann nimmt man diesen Topf, stellt man dann dahin. Man nimmt dann einen wundervollen Messbecher, macht da einen halben Liter Wasser rein oder je nachdem, wie viel dreckige Soße man halt hat. Und in der Zwischenzeit kann man auch schon mal den Ofen anmachen. Also 200 Grad Minimum würde ich mal sagen, 225 denke ich mal ist okay. So, dann kippt man das dann noch so mit zu. Das kann man auch alles auf dem Herd machen, aber weil ich halt hier nicht so viele Hände habe und das ein bisschen unhandlich ist, mache ich das jetzt mal alles hier. Dann kippt man halt eine Plörre rein. So, macht schon mal hier den großen Herd an. Dann rührt das kurz ein hier, die Soßenkacke. Wasser laufen, ja, weil wir jetzt gleich das Gemüse abkippen werden. Ja, so. Also der Brokkoli und den Kohlrabi. Ja, das würde ich euch jetzt gerne auch zeigen. Wo könnte ich euch das zeigen? Ich schiebe das Ganze hier mal irgendwie so drain. Und irgendwie hier. Nee, geht nicht. Wird schon gehen, aber das kriege ich jetzt halt hier nicht eingestellt. So, wir packen das jetzt hier noch schnell mit auf den Herd. Ich muss mich jetzt beeilen, weil die Freunde kommen gleich hier, verdammt. So, ich kippe jetzt also, während das kalte Wasser läuft, die Brokkoli, Kohlrabi, Pampe hier in diesen Ausgussteil da rein. Vorsichtig, Leute, dass ihr euch nicht verbrüht. Flatsch. So, dann sieht das so aus. Ja? Heiß. Dampf. Ja, ein bisschen. Dampfi. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir hier unsere Pilzzeug und hauen das hier mal in die Auflaufform rein. So, erstmal scharf stellen. So, verteilen das hier noch ein bisschen. So. Dann gehe ich nochmal hier rüber und hole mir hier ein weiteres Utensil. Das ist übrigens die Fensterbank, wo der Kater immer sitzt. Und hier ist den Busch, den er immer anfrisst. Und hier, oh, hier vorm Haus und so. Da unten ist da, wo die Abhanker unten immer schön vor das Rohr Party machen sind. Im Sommer. Ah, hier schön Häuser. Oh, sehr gut. So, wie mache ich das jetzt mal hier am elegantesten? Da ist das Fresszeug. Da ist das andere, das muss da in das andere Fresszeug mit rein. Also, das ist natürlich unhandlich. Ich habe nämlich gerade hier nur eine Hand frei. Sieht natürlich jetzt ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt aus, aber es geht halt nicht anders. Jetzt müssen wir das hier ein bisschen
hier rüber schaufeln. So. Oh, hier. Na, schön zugucken. So, dann wird das hier nochmal wieder so ein bisschen verteilt. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen was von der Pilz-Paprika-Plörre übrig. So, sind noch ein paar Pilze drin. Die müssen wir auch noch rausholen hier. So. Das ist voll bescheuert mit links. Das kann sich hier mit rechts filmen. Ich mit links gerade hier das Ganze machen hier. Das ist sehr irritierend. Wenn ihr eine große Auflaufform habt, dann ist das vom Platz her hier nochmal alles ein bisschen wieder hingeschlonzt. So, kurz mal einprobieren. Ja, ein bisschen zu weich gekocht. Das schmeckt köstlich. Ich weiß nicht, wie soll ich den Fußboden filmen? Hier vorne muss ich doch filmen. So. Aber ich habe noch ein paar Pilze drin, die nehme ich jetzt mal hier mit der Hand hier. Scheiß drauf. So. Ja, Leute, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, schmeckt auch. Brokkoli köstlich. Und auch der Kohlrabi sehr delikat. So, hier fahren die Soße. Ist hier am heiß werden. So, jetzt holen wir uns hier den guten Bacon hier. Man auch sehr gut so essen. Da steht drauf, nur durchgedingst hier, durcherhitzen oder was. Ach, das Zeug kann man auch super roh fressen. Kein Problem. So, das kommt da jetzt so drauf. Komm, das kommt nicht raus. Ja, das reicht jetzt hier. Oder verteilt man das hier noch so ein bisschen? Schön. Sehr gut. So, ja, jetzt kommt der Kater hier auch wieder an, weil da ist ja Fleisch drin. Ja, ja. So. Lass doch das Tuch oben, Mensch, Junge. Frisst nix. So. Hm? Nee. Mache ich die zweite Packung auch noch drauf? Sieht so wenig aus. Ach, scheißegal, die Frau kommt gleich, lassen wir bleiben. So, und dann nehmen wir jetzt noch hier den Käse. Es gibt ja auch noch mittlerweile in den ganzen Supermärkten diesen Gratin-Käse. Ja. Das sind aber nur Abfallscheiße, die sie zusammengeschreddert haben. Fürs nix. Und ich mach mal kurz die Packung auf. Haust du ab davon? Husch! So, ich stelle euch erstmal wieder aufs Stativ. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe euch gerade aufs Stativ gestellt und in genau der Sekunde ist mir der Akku alle gegangen. War der Akku alle, war der Speicher voll. Ja. Habe ich mal eben kurz eine andere Karte noch reingesetzt. Mittlerweile hier die Plörre am Kochen. Mal kurz ein bisschen durchrühren hier. Ja, groß aufkochen braucht ihr nicht, das kommt ja hier noch in den Ofen rein. Natürlich habe ich mich auch dazu entschlossen, noch die zweite Packung Bacon drauf zu machen, weil mit einer Packung Bacon, das ist ja irgendwie nicht bei dem vielen Grünzeug hier, das geht ja nicht. So, dann habe ich den Käse auch noch aufgemacht hier. Und der wird jetzt hier großzügig draufgekippt. So, machen wir es. Es ist natürlich jetzt hier blöd, mit einer Hand mit zwei Personen aufzunehmen, weil natürlich, glaube ich, viel geiler, und wenn ich jetzt die Soße auch vorher schon drauf gekippt hätte, wäre es auch noch cooler gewesen. So, wir machen das doch mal einfach mal. So, wir nehmen hier die Soße mal von der Kochstelle, rühren noch einmal durch, packen es in die Spüle, nehmen die Soße mit. Ja, das ist natürlich auch super elegant hier, das ist natürlich auf der Tischkante und alles. Und dann, jetzt kommt die Alte auch noch hier, scheiße, was für ein Stress.
Ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder zurück. Ja, kurz die Freundin reingelassen. Wird jetzt hier am Wochenende gesund gepflegt. Wir machen den Käse, wie gesagt, noch schnell drauf. Achso, wir wollten erst die Soße noch reinkippen. Soße. Soße. Jetzt habe ich die in der linken Hand. So, die müsste eigentlich. Jetzt muss ich Rückhand eingießen. Ja, einfach nur so ein bisschen hier so reinkippen. Dass sich das so ein bisschen verteilt. Ja, bis gleich. Erst noch mal kurz unterwegs, die gute Frau. Oh, das dampft hier aber. Oi, 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 oi. Hui. Ich könnte eigentlich sogar noch. Das ist ein bisschen wenig Soße, finde ich, oder? Das ist jetzt auch scheiße, dass ich jetzt den Käse schon drauf hatte. Ah, das reicht, das reicht, das reicht. Käse noch auf die ganze Packung hier, so. Das wird dann natürlich hier noch schön verteilt. Ja, aus dem Gemüse tritt natürlich auch noch ein bisschen Wasser aus. Deswegen ein halber Liter Plörre hier sollte ausreichend sein. So, jetzt haben wir hier schön den Auflauf quasi fertig. Und sieht dann so aus. Ja. Ich werde jetzt das Ganze in den Ofen stellen. Da habe ich mir auch schon hier so einen schönen Handschuh hier geholt. Ich werde das Ganze... Das wird sein Streuroster gestört. Nicht mehr groß zeigen, wie das dann am Ende aussieht. Wie man den Reis macht, das solltet ihr, glaube ich, wissen. Wenn ihr Beutelreis macht. Ich mache ja keinen Beutelreis mehr. Ich mache jetzt ja hier diesen wundervollen... hier... Diesen so mit, da macht man halt hier so ganz viel Wasser rauf. Und aus hier, aus den Hängen des Limalaya. Himalaya. Oh, köstlich. Ja, das schmeckt besser als dieser Beutelreis hier. Hier ist übrigens mal noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Süßigkeiten. Mach ich noch ein bisschen. Ja, hier, oh, guck dir mal hier, die guten hier, Neapolitaner. Sind die lecker. Schnell zumachen. So, also Reis halt noch dann dazu, Leute. Stellt das in den Ofen, so bis der Käse halt hier oben schön goldgelb verlaufen ist. Nicht zu braun, nicht zu dunkel, zu schwarz werden lassen. Ne? Dann ist das eigentlich in der Regel fertig. Und dann sage ich, zitt. Einen guten Appetit, meine lieben Freunde. Hier, da hat noch Mikrowelle. Frisur. Da ist Wohnzimmer. Pinnwand, mein Stuhl. Bin aber auch hässlich, oder? Unfassbar. Doppelkinn hier. Mal rasieren können. So, ja, hässlicher Typ ist hässlich. Und ja, haut's euch rein, kocht es nach, ganz easy peasy. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut, wie gesagt, Rezeptvorschläge in die Comments. Beim nächsten Mal wird es dann, denke ich, gefüllte Paprika geben, Hackbraten, irgendwas in der Richtung. Wie immer, abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal.